Ja, herzlich willkommen zur heutigen Videoanalyse. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Es wird ja momentan, wie gesagt, dieses Schreckgespenst der Zins, ja, dann kommt ja jetzt noch das größere Schreckgespenst, dass ja die zweijährigen Staatsanleihen jetzt die zehnjährigen Staatsanleihen, dass sich den Kurs durchschritten haben und deswegen sehen wir jetzt auf jeden Fall eine Rezession und es geht alles an den Arsch, ja. Jetzt muss man das Ganze mal, ich habe das hier mal auf dem Monatschart überall aufgezogen. Das hier oben ist der S&P 500, ja. Ich kriege die Daten leider nicht weiter zurück wie Anfang der 80er. Das ist jetzt so, aber ich glaube, man versteht das Prinzip danach. Ja. Ich musste das auch auf Logarithmen stellen, weil sonst kann er mir das nicht vernünftig darstellen in TradingView. Keine Ahnung warum, aber es ist auf jeden Fall so. Naja, gehen wir das ganze Thema mal durch. Zunächst einmal fangen wir mal mit einer Sache an. S&P 500, ich nehme jetzt mal hier dieses kleine Tief. Da, 1980. So, bis heute. Ja. Da hat der S&P 500 so die Kleinigkeit von, ja, runde muss auf, 5000% gemacht. Ich weiß, Altcoins ist es ein slower Mittwochnachmittag, aber ich denke mal, so auf die Sicht hinweg ist das jetzt nicht ganz schlecht. Ja, so. Sprich, wer hier damals 10.000 investiert hat, hat auf diese 10.000 über die Jahre hinweg jetzt 5000% gemacht. Ja? Alleine jetzt in diesem Moment sollte jeder sagen, okay, das Video könnten wir hier beenden, weil damit ist schon alles eigentlich gesagt. Denn wir haben in dieser Zeit unzählige Dinge erlebt. Ja? Fall der Mauer, Auflösung der UdSSR, Krisen, Weltwirtschaftskrisen, wie auch immer man das nennen möchte, die Explosion der Tech-Bubble, was weiß ich nicht alles. Ja? Erster Golfkrieg, zweiter Golfkrieg. Afghanistan, 9-11, ja, können wir jetzt eine beliebige Liste machen, ja. Erstens mal, jeder sollte mal versuchen, hier diese Ereignisse in diesem Chart zu finden, das ist das eine. Das zweite ist, es zeigt sich einfach, das Ding ist ein Viech und in the long run, es kennt nur eine Richtung und das führt mich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, die Inflationierung, das Wachstum des Systems. Anders geht es nicht, ja. Denn alles andere, das ist meine, wie gesagt, auch das meine Meinung, bedeutet, da brauchen wir uns über diese anderen Themen gar keine Gedanken mehr machen, ja. Weil dann ist wirklich, und ich sage es in aller Deutlichkeit, alles am Arsch. Das bedeutet, das Leben, wie wir es kennen, die Welt, wie wir sie kennen, vorbei, ja. Da brauche ich aber auch keine Kohle mehr, sprich, ich muss mir auch heute nicht in die Hose machen, ja, weil dann brauche ich sowieso nicht mehr das Geld. Dann brauche ich ganz andere Dinge plötzlich. Ich persönlich habe auf die Welt keinen Bock, das sage ich ganz ehrlich. Kommen wir mal zu dem Thema mit der Zinskurve. Ja. Also gehen wir mal zunächst mal hier das ganze Thema durch. Also wir sehen hier der Candle-Chart, das ist der 10-jährige US Government Bond, 10-Year, der Yield, also die Zinskurve tatsächlich, also nicht der Preis der Anleihe an sich, sondern die Zinskurve und das Ganze unten drunter ist das Ganze eben für die 2-Jährige. So. Ich versuche das mal ein bisschen größer noch. Ja. Nicht so einfach hier das alles auf einen Chart drauf zu kriegen, aber wir schauen uns das hier mal an. Ja. So, wir fangen mal hier in den 80ern an wieder. Ja. So. Was sehen wir hier? Ein Tief. Ja. Wir hatten, also ich kann das leider hier nicht weiter zurückgehen, aber hier Zins ist gefallen, Markt ist hier etwas gefallen. So. Jetzt haben wir hier steigenden Zins. Was passiert? Markt ist erstmal gestiegen, ja, hat sich dann aber auch über diesen Lows gehalten und so weiter. So, Zins ist gefallen wieder, Markt ist auch etwas gefallen, Zins ist weiter gefallen, Markt ist gestiegen. Ja. Dann hier wieder eine Phase. Zins ist gefallen, Zins ist ein bisschen gestiegen, Markt ist mehr oder minder hier seitwärts verlaufen. So, dann ging es hier wieder hoch und so weiter. Jetzt wird es mal interessant, wenn wir jetzt mal hier in ein bisschen größere Bewegungen hineinkommen, sage ich jetzt mal, ja, was das ganze Thema angeht. So. Zins, leichte Abwärtstendenz hier gewesen, zack, Markt weiter gefallen, so, weiter gestiegen. Zins gestiegen, ja. Markt leicht seitwärts, Markt weiter gestiegen und so weiter und so fort. Also das ganze Thema setzt sich durch. Wir können grundsätzlich mal eines festhalten. Im Endeffekt, S&P 500 ist großenteils einfach schlicht und ergreifend weiter gestiegen. Ja? Ohne hier irgendwelche größeren ja, Themen zu haben oder ähnliches. Ja? So. Interessant ist auch hier jetzt nochmal wieder zu sehen, auch hier diese Anstiegsphase hier rund um 98, 99 hatten wir auch wieder eine stärkere Zinsanpassung. Ja? Auch mit steigendem Zins
Markt ist gestiegen, ist gestiegen, ist gestiegen. So, jetzt hatten wir hier ja auch bereits diesen, hier hatten wir jetzt wirklich mal dieses Ereignis, wenn ich das ein bisschen groß mache, dass man das ein bisschen besser sieht, dass der Markt das hier mal kurzzeitig gecrossed hat, der also der zweijährige Ticken höher oder auf gleicher Ebene war, das muss man ja auch fairerweise sagen, mit dem zehnjährigen, ja. Und dann ist danach eben hier, wir wissen alle, hier gab es eben diese Tech-Korrektur oder generell auch ein größeres Markt-Top. Ja. Das hat sich dann aber auch hier noch ein bisschen hingezogen, bevor dann wirklich auch der Markt hier eben getoppt ist. Ja. Und dann ging eben hier erstmal diese Korrektur hier auf dem Weg nach unten. Aber das eigentlich Interessante an der ganzen Sache ist ja das, der Markt ist ja hier nicht gefallen mit einer steigenden Kurve, sondern er ist ja dann hier voll mit der fallenden Zinskurve eben auch gefallen. So. Ab hier haben wir wieder ein starkes Anziehen gesehen und vor allen Dingen auch, das ist auch interessant zu sehen, wir haben hier auch eine klare Parallelität natürlich zwischen dem Zweijährigen und dem Zehnjährigen. Ja. So, auch hier jetzt wieder ab 2003, so, Zins steigt, ja, Markt steigt. Ja. Jetzt sind wir hier wieder 2007, 2008, was ist passiert? Zins fällt, Markt fällt. Ja, nicht andersherum. Ja. Das hat also hier dann gebraucht bis 2009. Ja. Witzigerweise, was ist passiert? Zins gestiegen. Ja. Markt beginnt zu steigen. So. Dann hier wieder kleinere Hüpfer und so weiter und so fort. So, auch hier wieder dann in der Phase Markt ab 2012. Zins hat hier wieder angezogen. Markt weiter gestiegen. Zins gefallen. Markt weiter gestiegen, kleinere Korrektur hier 2015, 2016. So. Zins ab 16 gestiegen, Markt weiter gestiegen. Ja. Und dann das ganze Thema hier hinten raus nochmal. So. 2020, ja, Zins gefallen, ja, hat hier bereits angefangen, ab hier etwa, also ab Ende 2018, Markt weiter gestiegen, trotzdem noch lange weiter gestiegen, ja, obwohl das auch hier nah dran war, der hat es also nicht ganz überschritten, aber die waren nah zusammen. Markt weiter gestiegen, so Zins gefallen, zack, und hier dann ab, ja, so Mitte 20 Zins gestiegen, was passiert? Ja, Markt steigt. Ich weiß jetzt nicht, wie man darauf, also zum einen sehe ich so, ich kann jetzt hier noch nicht mal eine klare Parallelität ableiten, ja, ich sehe aber eine Sache ganz klar, der S&P 500 in der Zeit 1 getan, der ist einfach primär gestiegen, ja, mit Unterbrechungen, mit den normalen Korrekturen. Am Zins kann ich das hier aus meiner Sicht nicht festmachen, wie das miteinander verläuft. Ja. Und ich sehe ganz klar, dass es viele Phasen gibt mit steigenden Zins, in denen der S&P 500 weiter gestiegen ist und stark angestiegen ist. Ja. Darüber hinaus sehen wir hier nochmal einen ganz anderen interessanten Aspekt. Es wird ja immer jetzt behauptet, ja, die Zinserhöhung jetzt kommt von der Fed. Die Fed tut aber eines, wie das alle fundamental getriebenen Institutionen, Herangehensweisen tun. Sie rennen dem Markt hinterher mit ihren Entscheidungen. Ja? Und aktuell ist es besser zu sehen denn je, denn wir hatten im März 20 hier ein absolutes Tief, was die Zinsen anbetrifft. Jetzt nicht bei den kurzfristigen, das war dann erst hier im Juli, aber auf jeden Fall beim 10-Jährigen. Der Zins steigt seitdem bereits an. Also das heißt, wir haben bereits seit über 2 Jahren steigende Realzinsen. Ja? Die Fed hat aber die Zinsen nicht erhöht. Das heißt, sie selber hat den Leitzins nicht angehoben. Aber der Zins an sich ist bereits viel, 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 viel höher. Wir sind aber trotzdem nicht untergegangen. Ja? Gerne das mal kommentieren, wenn da irgendjemand auch andere Ideen dazu hat. Ich wollte es einfach mal offen, objektiv zeigen. Kann sich jetzt jeder sein Bild machen aus dieser Datenlage. Das sind die Daten, das kann jeder für sich nachprüfen. Was ich an der Sache auch sehe, ist einfach der Punkt, dass ich sage, einfach doch mal hergehen, solche Dinge nehmen, nachprüfen, auf Wahrheitsgehalt prüfen und sich Gedanken darüber machen, stimmt denn das eigentlich, was mir da in den Medien erzählt wird? Wenn das dann immer so als absolute dargestellt wird, dann passiert auf jeden Fall dies und das. Ja, oft ist es halt eben nicht so. Gut, jetzt haben wir das abgehandelt. Gehen wir weiter zum Thema Indizes. Schauen wir uns mal zunächst den Nasdaq an. Ich hatte einen Zielbereich, Markt ist reingelaufen, hat sehr stark darauf reagiert, gut angezogen.
ist jetzt allerdings nochmal weiter zurückgekommen. Ich hatte das ja dann noch als Alternative hinterlegt. Ich dachte wirklich, er packt es, weil er hier schon eine sehr impulsive Struktur ausgebaut hat. Ist dann aber leider gescheitert und ist jetzt nochmal zurückgelaufen. Das Ganze befindet sich jetzt aktuell immer noch in dem Rahmen dessen, was ich ja vormals hier als Zielbereich angesetzt hatte. Ich warte jetzt mal ab, wie er jetzt hier aus dieser Zone rauskommt, ja, und wie dann eben von hier aus der weitere Anstieg vonstatten geht. Ja. Anhand dieses Beispiels nochmal erläuternd, ich habe das ja am Dienstag, wie gesagt, schon angekündigt, das Thema. Es haben uns ja auch immer wieder viele Leute gefragt, was machen die ganzen bunten Zahlen im Chart und so weiter. All das ist natürlich hier nicht zum Spaß hinterlegt. Wir haben ja schon vor längerem angefangen, eben diese FIP-Ziele, die Fibonacci-Ziele, sowohl von den Extensions als auch von den Retracements, zusätzlich nochmal farblich zu hinterlegen. Ja. Die Logik zu verstehen, ja, ich hinterlege immer hier die Farbe in der Regel dessen, welchen Count von dem von einem der Counts, der da dort eben entsprechend zu Ende geht. Also man hätte jetzt auch zum Beispiel hier diese Zone, hätte ich jetzt auch anstatt diesem Türkis, hätte ich die auch einfach in Grün einfärben können, weil da eben diese grüne 3 zu Ende geht. Hier habe ich es Türkis, hier ist diese Türkis eine 4 zu Ende gegangen. So, hier habe ich es jetzt auch auf Grün gemacht, hier erwarte ich, dass diese grüne 4 zu Ende geht. So. Wir können nicht für jede dieser Bewegungen den Zielbereich setzen. Da sind wir auch einfach nicht schnell genug meistens, dass da kommen wir auch nicht hinterher. Aber für die Daily Updates und für die weiteren Projektionen ist das perfekt. So. Wer jetzt sagt, ich habe keine Lust, so lange darauf zu warten, bis ein Zielbereich gesetzt ist, beziehungsweise das reicht mir auch nicht für meine Trading-Aktivität, der kann sich immer an diesen Bereichen hier orientieren. Ja? Denn diese Zielbereiche setze ich natürlich unter ganz anderen Maßstäben und Aspekten, ja, als wie wenn ich natürlich hier diese Zwischenbewegungen eben einzeichne. Ja. Hat auch teilweise den Hintergrund, dass ich natürlich auch manchmal hier eine Zone hier einzeichne, die mir dann aber zum Beispiel auch einfach als Zielbereich zu groß wäre. Ja. Das hängt dann einfach davon ab. Ja. Aber grundsätzlich zu verstehen, das ist immer hier wie ein Fahrplan mit diesen Fibos. Deswegen zeichnen wir die ja hier eben entsprechend ein. Ja. Gleiches, wir können es uns auch hier anschauen. Ja. Hier diese grüne Zone abgegriffen, hier oben dann die weiße Zielzone wieder angelaufen, hier reingelaufen in die nächste weiße Zielzone und jetzt hier oben wieder zu erwarten, dass er dann, das wird ja dann im Laufe der Zeit wieder präzisiert, auch diese grüne Zielzone anläuft, sprich, dass er daraus wieder herausläuft. So. Ich bin jetzt grundsätzlich mal hier, wenn wir nochmal zum Nasdaq zurückgehen, ich bin jetzt kein Fan davon, hier jetzt zum Beispiel einen Index, den ich klar in einer Aufwärtsbewegung sehe, mich hier gegen den Trend zu stellen, um den Markt zu shorten. Warum? Beispielsweise hier jetzt in diesem Falle, ja, hätte man hier diese 3 quasi geshortet, dann ist es halt so gewesen, dann ist er halt hier schon am 23.6 gedreht. Ja. Da ist es für mich attraktiver, ganz klar, hier lieber zu versuchen, long zu gehen, ja, als wie hier versuchen, short zu gehen, weil die Upside ist halt einfach immer größer, ja, als eben jetzt hier diese kleine Abwärtsbewegung eben mitzunehmen. Ja. Aber dieses Muster, ja, in der Erwartung zieht sich ja hier quer durch den Chart. Ja. Ich habe jetzt hier auch überall mal die Zielbereiche ausgeblendet, weil das ja für alle eben zur Verfügung steht. Und ja, also das ist überall das gleiche Prinzip. So, wir haben es jetzt auch hier wieder zum Beispiel im Dow Jones. Hier hatte ich auch einen Zielbereich, der hat auch funktioniert, Markt gut angestiegen. Jetzt ist er nochmal zurückgelaufen, diese Korrektur, das überlappt sich jetzt gerade alles ein bisschen, aber auch hier wieder das gleiche Thema. Ich erwarte jetzt momentan hier, dass er hier in dieser Zone seine Bewegung beendet und dann eben entsprechend wieder ansteigt. Ja. Also das heißt, wir haben überall diese Dinger hinterlegt. Auch hier im DAX hatten wir das drin, das haben wir in allen Märkten eben entsprechend hinterlegt. Das heißt, wer jetzt sagt, ich habe jetzt nicht das Interesse, darauf zu warten zusätzlich, dafür sind diese Bereiche eben auch nochmal hinterlegt. Ja, wir bedienen damit halt jemanden, der eben nicht das andere sucht, sondern der hier täglich und der halt auch natürlich selbstständig ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja. Aber das sind die Fahrpläne, die wir rausgeben, ja, was die Erwartung anbetrifft, ja. Unabhängig von Zielbereichen. Ja. Das hat, wenn ich einen Zielbereich setze, ist es für uns immer eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung, das zu tun. Ja. Und ich versuche das natürlich, wir versuchen es immer nach besten Möglichkeiten und es so gut mit dem Count und allem in Verbindung zu bringen, auch dass das Potenzial auf der Oberseite passt, etc. Ja. Deswegen, die kommen einfach nicht so oft. Das ist einfach so. Ja. Umso wichtiger ist es dann eben auch dran zu sein. Ich habe das halt immer wieder bei Leuten, die dann einfach wie sagen, jetzt geht ja nichts in den Markt, so, dann verpassen sie es. Dann setze ich eine Woche später einen Zielbereich, dann beschweren sie sich darüber, dass wir jetzt den Zielbereich gesetzt haben. Ja, ich kann
wenn ich einem Markt nicht folge, wie will ich denn dann eben in der Lage sein, diesen Markt vernünftig zu traden? Das ist keine Hop-on-Hop-off-Tour, ja, wie bei den Stadtrundfahrten, sondern das ist ein konstantes Thema. Und wenn ich mit so einem Markt mich für so einen Markt interessiere, dann muss ich ihn auch konstant verfolgen, weil ich lerne, ihn auch besser zu verstehen und auch die ganzen Bewegungen und so weiter besser eben einzuschätzen. Ne? Also diese ganzen farblich hinterlegten Fibos sind nicht zum Spaß drin, damit es gut aussieht, sondern die haben eine entsprechende Relevanz. Das sind die Zwischenziele dieser Unterbewegungen außerhalb der gesetzten Zielbereiche. Die können jederzeit für das Trading genutzt werden, wer das möchte und hier kurzfristiger eben entsprechend agieren möchte. Zu den Indizes nochmal insgesamt zu sagen, ich habe ja hier, wir sind ja auch noch aktive Zielbereiche drauf teilweise, die Primärwartung bleibt dieselbe. Gehe davon aus, dass hier jetzt nach dieser aktuell kleinen Zwischenkorrektur es nochmal zu weiteren Anstiegen kommen wird und wir auch mittelfristig neue Allzeithochs sehen werden. Was ich aber wichtig finde, dass man das nochmal mitnimmt, ist auch die Tatsache, ich kann das hier am DAX-Chart auch nochmal gut zeigen, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass der hier im späteren Verlauf, und das ist auch bei den anderen Indizes der Fall, beispielsweise auch wenn ich auf den Nasdaq gehe, wenn ich mir das hier anschaue, nochmal in der Gesamtheit dieser Aufwärtsbewegung hier zuletzt, ich kann hier natürlich, wenn ich das alles nochmal ein bisschen anders zusammenfriemel, ja, auch die Möglichkeit finden zu sagen, dass das hier auch schon eine 5 gewesen sein könnte, ja, hat auch mit den FIP-Zielen, die hier angelaufen worden sind, eben dann auch mit zu tun, ja, dann wäre es natürlich auch theoretisch denkbar, ja, dass das eben aktuell hier nicht die 4 ist, sondern dass wir halt eben hier das alles nochmal eben entsprechend schon korrigieren, dann würde der Markt natürlich nochmal ein ganzes Stückchen zurücksetzen, ja, aber er würde danach trotzdem wieder auf neue, würde trotzdem den Weg in Richtung neue Allzeithochs ebnen. Wichtig ist einfach hier zu sehen, dass wenn das hier passiert mit der größeren Korrektur, wie gesagt, dass nichts an dem weiteren Ausblick ändert. Und wir müssen aber auch bedenken, ich sehe es halt eben auch so, dass wir halt eben im Zweifel aber auch so oder so, ja, sehr wahrscheinlich auf so eine Bewegung zusteuern, aber das Ganze dann eben von höheren Niveaus aus starten, aber dann eben nochmal gegen das Tief, was wir jetzt eben hier im Ende Februar, Anfang März dann eben hier markiert haben, dann aber trotzdem nochmal eine Gegenbewegung dann dort eben entsprechend auch erleben werden, ja, und das dann eben nochmal korrigieren müssen, ja. So, also das, wie gesagt, weiterhin mein Ausblick, also wir sind nach wie vor hier ganz klar positiv eingestellt auf die Indizes, ja. So, genug gelabert für heute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche.